Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von SimCity 4 Deluxe Edition. Wir machen gleich mal eine neue Map, die wir für, vor allem die, das müsste hier links oben sein, Industrie brauchen, die wir einfach so, jetzt einfach in eine andere Map verlegen, damit die Umweltverschmutzung jetzt nicht ganz so groß wird. Aber wir haben irgendwie keine Connections. Ich hoffe, die gehen dann noch. Müssen wir dann nochmal die Map wechseln. Die nächste Stadt im Südosten wäre dann, ja, in der Schweiz, Liestal. Was auch ein Hauptort ist von einem Bundesland, Kanton. So. Liestal zur Dreckstadt. Sorry. Weil die aus Liestal kommen und oder Liestal gerne haben. Aber es ist natürlich schwer, da richtig alles anzupassen. Wir müssen auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Nein. Hotcakes sind blöde. Ah ja, Bauernviertel oder so. Nee, die bin es, glaube ich, nicht. Also ich habe immer gehört, dass die blöd sind. Das Blödeste mache ich nicht gern. Also optisch. Aber die machen extreme Umweltverschmutzung. Und ja, es ist nicht so nett. Ich mache ein bisschen Häuser hin auf die andere Seite, damit hier was los ist. So. Ich muss das irgendwie anders hinlegen. Das ist mal so. Okay. Was wir machen hier ist Windenergie. Wir können sogar importieren lassen. Wie wechselt man schon wieder? Ich will aber drehen. Ja. Diese blöden Hotcakes, auf denen wir stehen. Gut. Ja, man muss sich angewöhnen. So Support-Sachen hat einfach SimCity nicht. SimCity 4. Dann probieren wir mal, ob wir genug Energie bekommen. Und ja, wechseln lieber noch kurz zuerst in die andere Map und machen die Verbindungen. Statt speichern. So. Ja, bei City Skylines habe ich recht gut ein. Okay, haben wir die gar nicht gemacht? Ich dachte, wir haben die gemacht. Habe ich gut reingefunden bei SimCity 4. Es ist halt komplex und ja. Ist halt so, dass man halt dann klar Schwierigkeiten noch hat. Aber gut. Ist nicht schlimm. Machen wir mal die Verbindung und die Verbindung auch hier. Aber nutzen eventuell nur die große Verbindung. Hilft uns schon ein bisschen. So, mal schauen, ob irgendwas gebaut wird, weil ja, wir haben jetzt noch nicht so viel. Was soll ich eigentlich denn? Nein. Also die Größe ist ja recht groß. So, sollten eigentlich hier viele bauen. Also die verbinden wir jetzt mal noch nicht. Sollte eigentlich gehen. Wir machen aber hier noch einmal ein bisschen. Nachbarschaftshandel geht noch nicht. Okay, wie sollen wir jetzt Geld bekommen, auch ohne Wohnungen? Die bauen aber langsam. Aha. Ich habe hier noch nicht auf Ding gemacht. Also jetzt sollte eigentlich langsam etwas gebaut werden.
Vielleicht noch ein bisschen blaues Gebiet. Man geht doch richtig. Weiß jetzt nicht genau, was noch fehlt. Ich irgendwas vergessen? Ja, dann müssen wir wieder in der anderen Map etwas weiterbauen. Ja, wird halt nicht nachgefragt. Das Grüne war ja oben und die anderen waren ja unten. Ja. Dann machen wir hier weiter. So. Sorry für den Desktop, also für die Taskleiste unten. Ja. Okay. Ist leider noch unprofessionell. Ich muss unbedingt einen Bildschirm haben, aber momentan geht es gerade ja nicht so schnell. Also kann ich nicht so schnell gleich mal einen neuen haben. Einen zweiten. Das sind einfach die Einschränkungen, die das Leben manchmal bescheren. Ja, toll, ey. Ich hätte gerne ein paar Improvements. Oh. Muss das sein? Wieso gehst du auf den Keks im Spiel? Also wir machen jetzt mal hier voll alles. Und dann machen wir schon mal größere Häuser. Sollte eigentlich schon gehen mit den Kosten. Aber so Linien, so geordnete Straßen und so, die gefallen mir irgendwie in SimCity. Bei City Skylines habe ich das eigentlich nicht gerne gehabt. Aber dort hat man auch unendliche Mapgröße und so, also stelle ich gerne ein. Ich hätte jetzt gedacht, die machen bald mal ein neues City Skylines und jetzt habe ich nicht die Addons und so gekauft. Weil ich ja nicht so jetzt unbedingt immer spiele. Aber ja, ich bin ein bisschen überzeugt von dem Spiel. Also sie haben jetzt College noch rausgebracht. Weiß jetzt nicht genau, wie das Daisy heißt. Zeit für Arbeit. Nein, es ist nicht Sims. Und die Straßen sind immer weg. Ja. Fabrik. Aber Dingsbums. Ah, oh, Mann. Ich das nicht mag. Ich nicht gut mit dieser Steuerung. So. Sieht schon ziemlich gut aus. Busverkehr können wir noch machen. Ja, jetzt haben wir hier halt auch keine Gebiete, die Busse, ja. Ich mache jetzt einfach mal noch einen Bus hier hin. Und hier oben. So. Ja, ist vielleicht ein bisschen knapp zum Mittelpunkt. Wenn wir jetzt hier schon ein Ärztezentrum machen. Und eine Schule. Können wir hier nochmal eine Bushaltestelle machen. Das ist natürlich schon echt cool, dass wir hier gerade einen Platz haben noch. Aber die müssen jetzt nicht gerade so viel Schule haben. Wobei, wir machen jetzt das Wasser. Das müssen wir auch noch machen. So.
vielleicht nochmals noch, besser hinstellen, die Rohre hinverlegen. Aber sagen wir, kranke Busfahrer. Dein Kumpel Fester hat angerufen, er ist krank und kann heute nicht fahren. Erreiche pünktlich 4 Bushaltestelle und Fenster wird dir ewig Fester wird dir ewig dankbar sein. Okay. Das Fenster auch. Okay. Das schaffen wir aber. Haben wir das letzte eigentlich noch abgeschlossen? Nicht mehr, gell? Ja. Das kam leider nicht mehr. Okay, eins links jetzt. Das ist ein bisschen weiter weg. Hey, hallo! Hast du das nicht gesehen, so blind? Ja, sicher! Wenn die da so aufploppen, habe ich doch keine Chance auszuweichen oder so. Ach, immer betonisch. Weg da! Ich habe keine Zeit. Oh. Immer wenn man reinfährt, ist man so mega langsam. Okay. Nein, aus dem Weg. Aus dem Weg, hallo. Ach Gottchen. Nicht so gestresst, Drago. Ja, sicher. Sollten eine gute zu machen, auch und sie einfach eine schlechte. Ja, Lebensenergie geht aber noch. Ich muss ja nicht so rasen. Ich habe Zeit, 2 Minuten 30. Wieso müssen wir jetzt alles wieder zurück? Geht's noch, ey? Ja, es ist mir ein bisschen langweilig. Sehr langsam und blöde Bus, mach mal schneller. Hallo. Okay, jetzt gleich rechts. Ungefähr. Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil es natürlich verkehrt herum ist. Ja, hatte dich schon wieder nach oben. Aber eine tolle Mission eigentlich. Aber in der Moderne nicht mehr so komfortabel. Hätte es mir auch ein bisschen besser machen können. Dennoch gute Mission. Schön, Tageszentrum, aber das ist glaube ich das, was so viel kostet. Ja. Ab hier. Ja. Ja, es ist das, was man am Anfang nicht nehmen sollte. Okay. Dann schauen wir gleich mal. Dankeschön. Zum Fahren, WASD, aber zum Kamerabewegen, Ding. Da kann ich ja noch umschalten, hoffentlich. Also scheinbar wird jetzt ein bisschen größer gebaut. Gut. Momentan reicht das noch mit den Ärzten. Und jetzt sollten eigentlich auch Leute wollen dann... Ja, es geht nicht runter, es ist immer noch recht groß. Ja. Später dann. Ein Friedhof kann noch warten, der ist einfach viel zu groß. Einfach alle zu Hause beerdigen. Im Vorgarten. Oder auf dem Balkon. Das ist so ein großes Gebäude, das ist sowas von Platz wegfressend. So. Ja, geht gar nicht so schnell durch die Zeit. Ja, ein zweiter Bildschirm ist natürlich schon ein Luxus. Dann kann man auch auf die Uhr schauen, wie lange man schon aufnimmt. Vor allem die Kommentare in den Livestreams sehen.
Ja, ich habe so das Gefühl, es werden immer weniger Bildschirme verkauft für günstiges, jetzt nicht gerade 4K oder HDR oder so. Ich habe zwar ein Geschäft, also prag.ch, wo ich jetzt eigentlich gut bezahlen kann. Aber das Problem liegt noch daran, dass ich einen SMS-Code bekomme und ich kann den SMS-Code gar nicht lesen. Weil mein Handy jetzt gerade nicht so funktioniert wie so. Aber hier haben wir schon mal Reiche. Ah, es sind nur zwei, okay. Zwei Noten, ja, Symbole heißen ja, Mittel und drei sind dann die Reichen. Aber Reiche haben wir noch nicht. Aber sieht schon schön aus mit diesem Garten, mit dem Boden. Es ist richtig detailliert. Nur halt ein bisschen verpixelt mit dieser Auflösung. Schon. Aber gut. Jetzt haben wir irgendwas Rotes. Ah ja, wegen den Landstraßen wieder. Also, wie geht das jetzt mit dem größeren Häuser bekommen? Wir brauchen irgendetwas noch. Okay, sie akzeptieren uns. Wenigstens das. 2, 4, 6. Ja, 2, 4, 6, ja. 8, 10, 12, genau. So, dann machen wir gleich mal weiter hier. Ihr bekommt halt hier wegen den Landstraßen im Überfluss nur kleine über. Kann ich nichts machen, ist so. So. Luxus ist halt momentan noch nicht so gute. Okay, mein Vater hat natürlich wieder das wollen, aber gut, immer diese Fragen. Okay, jetzt sollten eigentlich hier auch neue Häuser entstehen. Ja, es geht halt einige Zeit. Genau. Ah, das sind Zweier. Das ist eigentlich gut, wenn wir hier mal Zweier machen. Zwei breit. Und hier wieder einzeln. Wird eigentlich schon klar gehen. Ja. Machen wir das so. Und dann stehen nur Zweier. Okay. Hä? Das kenne ich gar nicht. Nie Zweier gehabt. Also ja, schon, aber. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Die Zweier, die sind einfach nach oben. Aber wenn man einfach die grünen Sachen nicht sieht, die Pfeile vor allem, dann platziert man falsch, ohne dass man es weiß. Habe ich nicht so gerne. So, also. U-Bahn könnte ich noch machen, aber die sind teuer, oder? Sind viermal so teuer. Parkhäuser sind jetzt nicht so wichtig, aber dennoch. Da lassen wir noch die Straße. Schon wieder zu wenig Strom, das gibt's doch nicht. Diese Stromverseuchung. Die vergeuden alle zu viel Strom. Ja, okay. Also dann machen wir mal, ja, noch ein paar Minuten.
Okay, aber die Nachfrage ist ja von Bochum. Zweistellig im Hightech-Gebiet. Und Agrar ist natürlich auch relativ hoch. Jetzt, wieso geht das nicht weg und einfach in die Nachbarschaft? Verstehe ich nicht. Oh, wir verdienen ja recht viel jetzt. Im Plus. Wieso kann ich keinen Nachbarschaftshandel machen? Woran liegt das? Habe ich irgendwie ein Gesetz nicht? Irgendwie muss ich doch ein Gesetz noch. So. Ja. Irgendwie muss ich das Gesetz. Kann man das nur im Rathaus machen? Ich muss das nachschauen. Hä? Gebetshaus. Bürgermeister Villa. Das ist das Rathaus. Ja, dann können wir gleich mal schauen, was wir da noch brauchen für andere Dinge. Ich glaube, das ist gar nicht hier das Rathaus, das ist bei. Ja. Okay, wo könnte das sein? Vielleicht noch Müllabfuhr in die andere, ins andere Gebiet Liestal machen. Okay. Ich finde jetzt eigentlich kein. Irgendwie kann man Nachbarschaftshandel machen, aber ich weiß nicht wie. Verkehrsverbindung liest er, also eigentlich sollte es gehen. Wir haben einfach zu große, ja, ein zu großes Verlangen für, Wohnungen. Die werden leider noch nicht größer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir hier dicke Straßen? Nee, nicht in die Richtung. Die Seite. Die Seite. So, und ja, lieber in die Seite weiterbauen. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Tschüss!